Guten Abend und natürlich herzlich willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei JFT Brokers, auch im Namen natürlich von JFT Brokers. Ein herzliches Willkommen. Mein Name Stefan Friedrichowski. Ja, ich weiß, langer, komplizierter Nachname, deswegen geht gerne gleich direkt zum Stefan über. Wie immer. Ja, heute neues Webinarthema. Korrelation von Währungspaaren. Oder eigentlich könnte ich es noch allgemeiner sagen. Korrelation at all. Also Korrelation ist das eigentliche Thema. Ich werde nämlich sogar auch hier mal noch einen kurzen Abschweifer machen, weil es gar nicht unbedingt zwangsläufig nur um Währungspaare gehen muss. Was haben wir eigentlich heute? Ja, den 15. Februar 2018, 19 Uhr, das auch für die Aufzeichnung und auch dafür der Hinweis, die Aufzeichnung läuft und landet anschließend wie immer bei JFT YouTube auf dem YouTube-Channel und da könnt ihr auch jederzeit, auch im Nachgang, immer noch die Aufzeichnung hier von diesem Webinar natürlich sehen. Einen guten Abend natürlich auch nochmal. Hier kriege ich einige Grüße hier nochmal explizit gerade im Chat reingereicht. Vielen Dank dafür. Ja, und der ein oder andere weiß, ich komme direkt quasi aus dem Urlaub. Also ein paar Tage bin ich jetzt schon wieder in Deutschland zurück. Wie man sicherlich auch im letzten Webinar schon gesagt, standen bei mir 3 Wochen in Kambodscha auf dem Programm und die habe ich sehr genossen. Aber wie man unschwer erkennt, bin ich wohlbehalten wieder hier zurück. Und das einzig Schwierige ist eigentlich, mich an die Kälte hier zu gewöhnen. Also von 30 Grad runter auf unter 0 ist dann doch schon heftig. Ja, ganz kurz, weil da auch schon mal gerne nachgefragt wird, hey, wie war es denn da und so. Ich mach mal Folgendes. Während ich jetzt hier gleich ein bisschen weiterrede und über die allgemeinen Risk Disclaimer und sonst was gehe, schiebe ich mal hier ins Bild eine kleine Aufzeichnung. Ich hoffe, ihr könnt die auch sehen. Keine Sorge, es geht hier nicht allgemein nachher um Kambodscha, sondern das hier nur mal ein kleiner Beitrag zu Ordnung und Chaos. Ich weiß nicht genau, wie gut das bei euch jeweils noch dann rüberkommt. Ordnungschaos ist einfach deshalb, weil ja das Kreuzungs- und Verkehrsverhalten in Kambodscha ist wirklich genial. Alles sehr langsam, aber wohlgeordnet und aber immer im, jetzt mal mehr aus der mathematischen Brille, eine sogenannte Nahfeldordnung, die verhindert, dass irgendjemand in den anderen reinfährt. Aber ansonsten sieht das eigentlich ziemlich chaotisch auf dieser ganzen Kreuzung aus. Nahezu niemand muss je irgendwie stehen bleiben, weil das Ganze funktioniert so, dass man in aller Regel noch nicht mal den Fuß auf den Boden setzen muss und trotzdem ja, funktioniert das dann halt einfach so. Also geht wirklich super gut, ganz von selbst und ist wirklich faszinierend, wie das ganze Land da so funktioniert. Und ich könnte sogar die Wette eingehen, verbinde mir die Augen und ich gehe über die Kreuzung und ich käme mit ziemlicher Sicherheit heil auf der anderen Seite raus. Ja, okay. Ordnung und Chaos wird gerade schon geschrieben, fast wie der Markt aktuell. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Chaos als Ordnung, aber auch da wollen wir natürlich heute wieder unseren Beitrag leisten, da wieder ein bisschen Ordnung auch reinzukriegen. Jetzt habe ich immer noch nicht den Risk Disclaimer gemacht. Na gut, zu viel über Kambodscha erzählt. War aber halt auch klasse. Die Folie kennt ihr, muss ich immer mal einmal zeigen. Natürlich rede ich hier oft über Trading-Strategien, Trading-Ansätze, auch heute zwar nicht ganz explizit im Sinne einer fertigen Strategie, auch wenn ich euch da ein paar Ausblicke zu geben möchte, sondern wir machen halt heute mehr Korrelationen im Allgemeinen und wie man sie insbesondere dann für seine diskretionären Trading-Ansätze, also diskretionäre Trading-Ansätze sind einfach die, vereinfacht gesagt, wo der Trade aus dem Chart heraus entsteht, meinetwegen auch aus Fundamentaldaten oder auch auf gutes Zureden. Aber das sind halt die sogenannten diskretionären Trading-Ansätze und wie man da Korrelation einsetzt, das ist natürlich dann heute auch das Thema. Ihr wisst, ihr handelt wie immer total auf eigene Verantwortung, egal was auch immer ich hier erzähle. Genau. Und ist, glaube ich, selbsterklärend. Ich kriege gerade noch ein paar Meldungen hier rein zu dem Video, deswegen stotter ich hier so ein bisschen vor mich hin, weil nochmal jemand gerade schreibt, für uns fast unvorstellbar. Ja, so wie der Verkehr da abläuft, ist in der Tat fast
unvorstellbar, aber sehr, sehr gemächlich. Ich habe mir sagen lassen, es sieht dann anders aus, wenn man ins Nachbarland Vietnam geht. Da ist alles ein bisschen hektischer und alles ein bisschen schneller und viel höhere Unfallziffern und, und. Okay. Übrigens, weitere Highlights sind sowas wie Elefanten und Affen und ja, und natürlich tolles asiatisches Essen. Aber jetzt endgültig ab ins Thema. Was habe ich heute vor? Ich will das über Korrelation hier in Summe erzählen und natürlich will ich auch erstmal nochmal eine Motivation geben. Warum eigentlich? Korrelation ist erstmal ja irgendwie einfach nur ein Schlagwort oder werden wir nachher sehen, ist einfach ein mathematischer Begriff. Und irgendwie hat jeder auch ein Gefühl für Korrelation. Irgendetwas korreliert mit irgendetwas anderem oder es korreliert genau gerade nicht, also entgegengesetzt. Oder es korrelieren zwei Sachen einfach überhaupt nicht zueinander. Ein Gespür, was das heißt, hat irgendwie jeder. Aber warum das jetzt fürs Traden so wichtig ist, will ich nochmal genauer auf die Motivation eingehen. Dann, wie immer, müssen wir es natürlich mal wirklich definieren. Und dazu auch wieder ein kleiner Exkurs in Richtung Excel, sowohl um die Definition der Korrelation mal ein bisschen zu verdeutlichen, aber das Ganze dann auch anschließend mal an jeweils zwei Pärchen von Pärchen, also sozusagen Forex-Doppelpärchen, um da mal ein Beispiel, mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was es eigentlich heißt, wenn wir da über Korrelation reden. Und welche Schlussfolgerungen wir da übrigens auch schon draus ziehen können. Das ist schon durchaus sehr, sehr interessant. Das Gute ist, wer damit sich aktiv beschäftigt und das auch zum Traden einsetzen muss, muss nicht zwangsläufig hier die Sachen alle in Excel nachbilden, so wie ich es auch mal tue. Wobei ich das durchaus mal empfehle, um wirklich mal ein Gespür dafür zu entwickeln. Ich will anschließend hier nochmal ein JFD-Add-on vorstellen. Das kann man einfach direkt für MT4 und übrigens auch für MT5 nutzen und man bekommt einfach alles angezeigt. Also das ist ziemlich genial, kostet nichts, ist frei verfügbar. Ich zeige aber auch mal, wo man es herkriegt und wie man es dann eigentlich installiert. Geht alles ziemlich einfach und man kann dann die Korrelation wirklich in Zahlen erfassen, bekommen und dann natürlich entsprechend nutzen. Und wie man das dann wirklich praktisch macht, will ich natürlich auch nochmal vorstellen. Und wenn noch ein bisschen Zeit ist, dann will ich euch auch schon mal zeigen, wie in Summe der Schritt weiterhin gehen kann, um aus der Korrelation tatsächlich nachher wieder vollautomatische oder vollständig beschriebene Handelsstrategien abzuleiten. Das aber jetzt hängt ein bisschen davon ab, wie es denn hier so in Summe vorwärts geht. Ich mache es dann aber ganz praktisch. Und es ist auch bei mir hier noch total frisch. Also dank Peter, der während meines Urlaubs fleißig gearbeitet hat, ist auch genau gerade der EA fertig geworden, aber der läuft jetzt genau seit vorgestern oder so. Ist also noch ein bisschen knapp da, weiter was schon an Schlussfolgerungen zu ziehen. Gut, soweit, was haben wir vor? Also Motivation. Die Grundmotivation oder die Grundausgangslage ist eigentlich die, wir alle traden. Und häufig haben wir die Situation, dass wir natürlich auch Trades parallel eingehen. Also es mag sicherlich den einen oder anderen geben, der die komplette Disziplin oder Herangehensweise allgemein hat, dass er einfach sagt, ich mache nur einen Trade in meinem ganzen Konto und solange der Trade läuft, öffne ich keinen zweiten Trade und erst wenn der Trade zu Ende ist, dann überlege ich mir, welchen Trade ich vielleicht als nächstes eingehe. Die meisten werden eher so unterwegs sein, dass sie auch Trades sozusagen, also mehrere Trades gleichzeitig eingegangen werden, sogar vielleicht auch mit unterschiedlichen Zeithorizonten. Das heißt, ich habe vielleicht einen Trade, jetzt fiktive Beispiele, Gold mal so long, aber wirklich auf mehrere Tage, vielleicht sogar Wochensicht. Vielleicht habe ich noch einen Trade, ein, zwei Trades, wo ich denke, mal so zwei, drei, vier Tage sollen die laufen und dann mache ich vielleicht zusätzlich auch noch Intraday-Trades. Alles gang und gäbe, klar, keine Frage. Aber was hier wichtig wird, ist, gerade wenn wir in einer Zeitebene sind, dann zu fragen, was macht das, wenn wir jetzt mehrere Trades parallel haben? Was nämlich grundsätzlich da passieren kann, ist, dass wir durch unsere mehreren Trades auch nicht das erreichen, was wir eigentlich erreichen wollen. Mehrere Trades sollen ja normalerweise
unsere Aktivitäten diversifizieren. Wir können aber auch dadurch einfach nur unser Risiko erhöhen. Und das ist sozusagen Chance und Risiko auch hier, was Korrelation in Summe angeht. Wer hochkorrelierte Märkte nämlich in gleicher Richtung tradet, hat keine Diversifikation, sondern er hat einfach nur eine Verdopplung seines Risikos. Mal ein bisschen praktischer, damit das deutlich wird, worüber ich rede. Ich will mal kurz zwei Charts aufmachen. Und zwar einmal einen Euro-US-Dollar. Und den schieben wir uns hier gleich noch ein bisschen anders zurecht, aber nehmen wir ihn erstmal so, wie er ist. Und als zweites britisches Pfund, US-Dollar. Und ich schiebe die auch gleich noch mal ein bisschen anders, damit man besser sieht, was ich eigentlich hier vorhabe. So, dann machen wir das andere auch mal wieder weg. Und ja, die sind jetzt schon mal so halbwegs gleich groß. Und dann, na, ziehen wir die mal eben so ein bisschen hier bis zum GoToWebinar Control Panel und den auch mal. Und dann halten wir die mal wirklich ziemlich genau übereinander. Was haben wir jetzt? Oben Euro-US-Dollar, unten britisches Pfund-US-Dollar. Beides ist M15-Chart. Was wir hier sehen, ist genau das, wo man sofort, auch ohne die mathematische Definition, sagen kann, hey, die korrelieren aber gar nicht schlecht. Also irgendwie sehen die Charts ja verdammt ähnlich aus. Also wir finden ja sogar so Details hier wieder, wie jetzt hier ganz am Ende gerade dieser beginnende wieder eine Aufwärtsbewegung. Dann haben wir dieses schöne Pattern hier von, wann ist denn das, gestern Mittag oder so, Absturz, paar kerzenlang, fast horizontal und dann wieder ab nach oben. Wenn wir hier mal in den Feinheiten die Unterschiede suchen, dann wird es hier irgendwie ziemlich mau. Und hier ist sofort klar, die beiden Märkte sind, also die beiden Forex-Paare sind also offensichtlich gut miteinander korreliert. Und jetzt kommt diese Aussage. Mal angenommen, ich hätte zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich hier, mal meine Linie rein, einfach an dieser blauen Linie, glücklicherweise einen Long Trade Euro-US-Dollar eröffnet. Ich sage deswegen glücklicherweise, weil es ja danach weiter wirklich nach oben gegangen. Wenn ich jetzt einen weiteren Long Trade genauso hier gemacht hätte, würde man natürlich jetzt gerade ad hoc sagen, ja prima, dann hast du den ja auch noch einen Gewinn gekriegt. Aber Trades haben ja noch einen Stop-Loss, haben einen Take-Profit und, und. Was das aber heißt, ist, diese beiden Trades, diese beiden Long Trades, obwohl ich auf zwei unterschiedlichen Underlyings trade, machen aber eigentlich irgendwie das Gleiche. Das heißt, was ich de facto tue, auch wenn ich jetzt hier mit meiner Long-Aussage richtig gelegen hätte, aber das ist natürlich im Nachhinein immer einfach, ich erhöhe einfach nur mein Risiko. Da hätte ich auch gleich meinen Euro-US-Dollar-Trade nehmen können und den einfach mit einem doppelten Risiko eingehen können, dann wäre auch nichts anderes rausgekommen. Und genau das ist das, was ich hier in Summe rausarbeiten möchte und dann irgendwann auch vermeiden möchte, weil es ist nicht sinnvoll, diesen zweiten Trade, den ich vielleicht ein bisschen später eingegangen wäre, mir dann noch einen Long Trade auf britisches Pfund US-Dollar zu überlegen, weil ich habe auch in der Vergangenheit schon gesehen, die beiden Märkte sind hochgradig miteinander korreliert. Also warum zum Henker noch ein zwei, also ein Long Trade auf dem britischen Pfund US-Dollar? Das ist nicht sinnvoll. Das ist nur einfach eine Risikoerhöhung. Auch wenn es jetzt hier zwar positiv gewesen wäre, aber dann hätte ich halt gleich meinen Euro-US-Dollar-Trade einfach verdoppeln können und hätte sowieso das gleiche Ergebnis gekriegt. Also, nachdem ich, andersrum gesagt, nachdem ich also meinen Euro-US-Dollar-Trade eingegangen bin und wenn ich jetzt dann weitere Trading-Möglichkeiten mir suchen wollte, würde ich auf die Korrelation gucken, um dann festzustellen, okay, ich habe schon einen Long Trade Euro-US-Dollar, ergo mache ich keinen weiteren Long Trade, zum Beispiel dann auf dem britischen Pfund US-Dollar. Und das gilt es genau herauszuarbeiten. Nicht immer ist alles so offensichtlich wie jetzt hier in meinen zwei Charts. Und außerdem, wer will schon immer alles mit allem hier visuell miteinander vergleichen? Da sollten wir uns lieber über mathematische Kennziffern helfen und dann kriegen wir das Ganze auch super gut beschrieben. Oh, jetzt habe ich hier noch eine Linie reingemalt. Die nehmen wir mal raus. So,
Dass das übrigens hier kein Einzelereignis ist, ich wechsle mal eben hier die Zeitskalen, gehe mal bei beiden auf die Stunde und man sieht immer noch, mein Gott, sieht das immer noch hier ähnlich aus. Man könnte, wenn ich die Charts nicht benamen würde und die Achse wegmache, wüsste wahrscheinlich keiner mehr, welches ist. So, jetzt bin ich auf dem H4-Chart gelandet und ihr seht immer noch eigentlich zwei identische Chartverläufe. Und weil es so schön ist, gehen wir noch einen weiter. Gehen wir mal auf D1 und siehe da, eigentlich sieht immer noch alles gleich aus. Nicht ganz. Es gibt hier einen Part, da September letzten Jahres. Da gibt es mal sozusagen etwas mehr Abweichung zwischen den beiden, wo also die Gleichkorreliertheit mal temporär aufgebrochen wurde. Und hier hinten fehlt noch ein bisschen Anstieg, aber dem ist so. Also, ihr seht schon, wie sehr, sehr korreliert das Ganze zueinander ist. Ich lese mal gerade vor, was gerade hier noch geschrieben wurde. Man könnte es aber auch als Diversifikation sehen, da so leichte Änderungen eintreten können. Ist ja auch nichts anderes, wenn sie eh gleich laufen. Ja, also ich würde das mal anders sagen. Angenommen, ich hätte einen, wie auch immer gearteten, guten Grund, in meinem zweiten Trade, dem britischen Pfund US-Dollar, zum Beispiel einen Short-Trade, eine Short-Chance zu sehen, dann werde ich schon mehr wieder ein Freund von der ganzen Sache. Jetzt laufen diese beiden Trades gegeneinander, also im Zweifelsfall, wenn die hohe Korreliertheit bleibt, würde ich wenigstens weder gewinnen noch verlieren, mal abgesehen von Spreads und Commissions, dann gebe ich recht, dann könnte auch eine Änderung eintreten und ich könnte sogar dann irgendwann plötzlich mit beiden Trades im Gewinn sein. Aber wenn ich eine so hohe Korrelation in der kurzfristigen Vergangenheit sehe, dann würde ich eher die Finger davon lassen. Aber richtig erkannt, nichts ist unmöglich. Also auch das kann natürlich eine plötzliche Überraschung eintreten. Will ich erstmal prinzipiell nicht ausschließen. Motivation sollte also klar sein, insbesondere dann, wenn wir also korrelierte Märkte vorhätten, gleich zu traden. Ich habe dieses gleich hier einfach mal so in Gänsefüßchen geschrieben. Damit meine ich in der Tat jetzt, wie bei meinem Beispiel gerade, zwei Long Trades. Das kann aber auch manchmal anders aussehen, nämlich dadurch, dass das bei Währungspaaren vielleicht das eine Symbol plötzlich in den Vornamen wandert und dann wäre gleich sogar in dem Fall ein Long und ein Short auf der anderen Seite. Und dann sehen die immer noch nahezu gleich aus, die Trades. Das aber nur deswegen dieses gleich und nicht gleiche Trade-Richtung, weil das durchaus sein kann. Übrigens der tiefere Grund von gerade, warum Euro, US-Dollar, britisches Pfund, US-Dollar so wahnsinnig ähnlich aussehen, das liegt in Wahrheit daran, weil Euro, britisches Pfund, so wahnsinnig langweilig ist. Euro-britisches Pfund ist eins der Währungspaare, die auch eher grundsätzlich sehr langweilig sind. Und da sich da nichts tut, ja, bleibt da einfach nur ein Euro. Also wenn man Euro-US-Dollar und britisches Pfund US-Dollar miteinander vergleicht, sprich durcheinander dividiert, bleibt nämlich über Euro-britisches Pfund. Und da das langweilig ist, bleibt die Korrelation gerade die ganze Zeit auch eins. Das könnte man auch sagen. Gut, jetzt gibt es aber in korrelierten Paaren wäre eventuell ein zweiter Trade auf einer anderen Timeframe sinnvoll, oder? Ja, da gehe ich mit. Also, wenn wir verschiedene Timeframes miteinander mischen, dann gehe ich da mit. Da können wir sozusagen die Korrelation aufbrechen. Dann schreibt noch mal jemand, ist ja nichts für die Zukunft festgeschrieben, Stichwort Brexit. Ja, insbesondere wenn wir natürlich über britisches Pfund reden. Also, ich habe ganz bewusst die Korrelation, mache ich erstmal immer in der gleichen Timeframe und wechsle dann jetzt nicht die Timeframes. Verschiedene Timeframes kann man natürlich auch dann in korrelierten Märkten traden, aber dann sollte auch der Timeframe wirklich deutlich verschieden sein. Also sowas wie ich gehe dann mal vom Tageschart auf den H1 und bei dem einen will ich den Trade eigentlich 3 Tage halten, bei dem anderen 5 Stunden. Dann wird da ein Schuh draus. Gut. Jetzt wollen wir allerdings das Ganze mal ein bisschen mathematischer, nicht einfach nur visuell angehen. Insbesondere deshalb, weil wir nachher ein Tool haben und uns auch genau diese Zahl einfach gratis liefert.
Die Definition von einer Korrelation ist eine lange mathematische Formel, die ist jetzt gar nicht so hochspannend. Das Entscheidende ist, wenn man eine Korrelation berechnet, ist die, dass einfach eine Zahl rauskommt. Und diese Zahl ist schlicht und ergreifend zwischen minus 1 und plus 1 oder andere schreiben, wie nachher auch in dem Tool, einfach minus 100% bis plus 100%, was ja natürlich exakt dasselbe ist. Das heißt, es kommt einfach eine Kennziffer raus. Wir halten eine Zahl zwischen minus 1 und plus 1. Und man kann es fast erahnen, wie diese Zahl zu interpretieren ist. Nämlich eine plus 1 heißt nichts anderes, weil wir haben eine perfekte Korrelation. Also die zwei Charts, die wir gerade die ganze Zeit miteinander verglichen hätten, hätten eine Korrelation, die in Richtung von 1 geht, also die relativ nah an 1 rangeht. Und zwar plus 1. Jetzt ist es aber auch möglich, dass wir mal zwei Märkte haben, die komplett entgegengesetzt laufen. Also der eine geht nach Norden und der andere geht nach Süden. Dann reden wir einfach von einer perfekten Antikorrelation. Was natürlich genauso eine Sturheit ist, wenn man jetzt die Vorzeichen Long, Short und entsprechend richtig behandelt, landet man natürlich bei der gleichen Argumentation wie vorher auch. Also eine Korrelation von minus 1 ist die perfekte Antikorrelation. Der andere wirklich interessante Bereich ist rund um die 0. Dann heißt das nämlich schlicht und ergreifend, etwas ist nicht korreliert. Als im Gegensatz, also antikorreliert ist immer noch korreliert. Aber eine Korrelation von 0 heißt, dann haben wir plötzlich zwei Zeitreihen, wir werden nachher natürlich sagen, Märkte, die zueinander unkorreliert sind. Und da wird es natürlich interessant. Wenn ich einen Trade auf dem einen Währungspaar habe und ich jetzt einen zweiten Trade auf einem Währungspaar beispielsweise auf der Grund der Charttechnik eröffnen möchte, der zum ersten eher unkorreliert ist, dann wird es natürlich hochgradig interessant, weil dann lande ich wirklich bei dem, was ich mit Diversifikation auch erreichen wollte. Damit das ein bisschen anschaulicher wird, mal kurz, das machen wir ganz schnell hier in Excel, nur dass man mal wirklich versteht, was das mit der Korrelation und so weiter auf sich hat. Ich konstruiere mal eben einfach ein paar Zahlen rein. Ich mache die eine zum Beispiel mal eben so und irgendwo mal ein bisschen anders. Und ich mache mir eine zweite Zahlenreihe, die ich einfach mal ein bisschen anders gestalte. Und dann gucken wir mal gleich an, was hier so passiert. Wir haben jetzt hier einfach zwei Zahlenreihen und das könnten Kursverläufe sein. Das eine könnte jetzt DAX, der andere, keine Ahnung, Gold sein, auch wenn die Zahlen natürlich jetzt hier definitiv nicht passen. Natürlich können wir uns wie immer das Ganze hier einfach angucken und dann sehen wir, nee, das machen wir so, dann sehen wir, dass wir hier so zwei Zahlen, Zeitreihen haben. Und jetzt könnten wir uns die Frage stellen, naja, wie korreliert sind sie denn zueinander? Und das Schöne ist, dazu gibt es einfach eine Antwort. Und die Antwort ist ein Excel-Befehl, der tatsächlich einfach Korrel heißt. Und man markiert hier die Zeitreihen. Und das jetzt heißt, wir hätten jetzt, stimmen einfach mathematisch die Korrelation zwischen diesen beiden Zahlenreihen. Und wie man jetzt sieht, ist die Korrelation hier gerade 0,79. Und ich mache mal hier etwas, ich manipuliere die jetzt mal nach und nach und wir gucken immer, was dann passiert mit der Korrelation. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal diese 0 gegen eine 3 austausche, ihr habt gesehen, nimmt die Korrelation zu. Und wenn ich jetzt hier vielleicht mal eine 7 schon mal hinschreibe, hat das noch nicht viel verändert. Dann gehen wir mal ganz hinten hin und machen mal hier schon mal eine 12 draus. Ihr seht, jetzt geht die Korrelation immer, wird sie immer sauberer. Und wir kommen immer mehr in Richtung der vollständigen Korrelation zwischen diesen beiden Zeitreihen. Und dadurch hat man hier immer so ein bisschen Gefühl, was eine Korrelation von 0,96 heißt. Es sind allerdings jetzt hier nur gerade mal 7 Zahlen, also keine lange Zeitreihe. Gleichzeitig merken wir, das wird nachher eine bestimmte Größe. Über welche Historie, das ist so ähnlich wie bei einem SMA, über welche Historie bestimmen wir überhaupt die Korrelation?
Wir können ja den SMA beispielsweise über die letzten 200 oder die letzten 20 Kerzen nehmen. Und genauso ist es mit der Korrelation. Und um mal zu sehen, wie das Ganze hier dann doch mal eher zur Antikorrelation wird, drehen wir das mal hier langsam um und machen mal hier ein paar andere Zahlen rein. Und hier vielleicht eine minus 4. Und ihr seht, wir kommen immer mehr in Richtung der Antikorrelation. Und jetzt sind wir schon bei einer ziemlich guten Antikorrelation. Eine Sekunde, ich muss mal kurz auf Stumm schalten hier. Ich musste mal ein bisschen lauter husten und wollte euch verschonen. Aber ihr seht jetzt hier diese beiden. Der eine geht aufwärts, der andere geht abwärts. Und das ist die mathematische Antikorrelation. Genau. Wie ist die Korrelation bei gleichen, aber phasenverschiebenen Zyklen? Kann man auch sofort sagen. Ist gerade eine Frage, die hier gestellt wird. Also, gehen wir von einem sozusagen ganz nackigen Sinus aus. Der Sinus mit sich selbst korreliert, ist logischerweise Korrelation 1. Der Sinus mit einem Minus-Sinus korreliert, ist logischerweise eine Antikorrelation. Also immer natürlich bei gleicher Periode. Und der Sinus mit einem Cosinus, also einer 90-Grad-Phasenverschiebung, korreliert, führt automatisch übrigens zur Korrelation 0. Und das ist übrigens gar nicht so einfach, hier mal eben etwas zu erzeugen, was tatsächlich eher so gar nicht mehr korreliert ist. Das ist nämlich, ihr glaubt es nicht, das ist nicht ganz so einfach. Hier bin ich jetzt schon ein bisschen so dran, dass das vielleicht eher wie Rauschen aussieht. Aber wie gesagt, das ist jetzt wird es schlechter. Naja, also es ist nicht einfach mal eben eine Null rauszumachen. Aber wir werden nachher sehen, bei den Forex-Paaren ist es also möglich. Mir ist nur wichtig, dass ihr mitkriegt, was heißt Korrelation, was heißt Antikorrelation und dass ihr schon mal wisst, wie eigentlich diese Kennziffer hier wirklich zu beurteilen ist und wie das überhaupt mal so aussieht. Deswegen ist es immer gut, sich das mal zu visualisieren. Gut, das zur Definition. Haben wir kapiert, damit wir auch nachher die Zahlen aus dem Tool wirklich gut verstehen. Jetzt will ich das mal wirklich anwenden, was wir gerade gelernt haben, auf zwei Währungspaare jeweils, also jeweils zwei Paare aus Paaren. In dem Fall habe ich mich einfach mal für australischer Dollar, kanadischer Dollar gegen Euro, US-Dollar entschieden. Und hier stehen auch schon die Schlussfolgerungen, auch wenn wir die natürlich gleich erst noch ziehen wollen. Wie macht man das? Also, das habe ich natürlich jetzt schon ein bisschen vorbereitet, damit ich hier nicht alles machen muss. Ihr seht hier, ich habe hier das Datum und dann einen Close-Kurs. Machen wir mal kurz ein bisschen größer. Einen Close-Kurs, jeweils vom australischen Dollar, kanadischen Dollar und vom Euro-US-Dollar. Also, ich habe das einfach hier im Jahr 2000 anfangen lassen. Und so dann halt bis Kursdaten von gestern. Wer übrigens solche Kursdaten nebeneinander sozusagen kopieren will, was ja prinzipiell kein großes Excel-Problem ist, die dann nebeneinander zu kopieren, sollte allerdings immer noch eins überprüfen, und zwar, dass die auch datumsmäßig wirklich zusammengehören. Egal, welche Kursdatenquelle man nimmt, es kann auch mal sein, dass bei der einen Zeitreihe vielleicht ein oder zwei Tage fehlen. Und dann wären die plötzlich gegeneinander versetzt. Also das habe ich schon längst gemacht und dann auch einfach ein paar Kursdaten gelöscht. Wenn bei dem einen einfach was fehlte, bei dem anderen von dem Tag Daten da waren, dann habe ich einfach die einen geflissentlich einfach eben rausgelöscht. Das ist ganz wichtig, weil sonst sind die gegeneinander nachher irgendwann verschoben. Also sie müssen datumsmäßig exakt zueinander passen. Nur dann machen auch die Aussagen Sinn, die wir dann treffen. Fangen wir mal an, indem wir uns das Ganze visualisieren. Also ihr seht jetzt hier die beiden Kursverläufe vom australischen Dollar und kanadischen Dollar. Machen wir es wieder etwas kleiner. Eine Sekunde. So. Das ist gar nicht kleiner geworden. Wieso? Jetzt aber.
Jetzt können wir wieder die Sache visuell machen. Wir sehen, es gibt Phasen mit Ähnlichkeiten und die sehen wir auch vielleicht ad hoc ein bisschen mehr, also so steile Abstürze wie hier hinten in der Mitte. Auch andere markante Hochs und Tiefs sind ähnlich, aber im Detail sind dann doch ganz schöne Unterschiede. Wir haben zwar hier ein ähnliches Hoch an dieser Stelle, an der zeitlich gesehen ähnlichen Stelle auch hier dann wieder ein Tief, aber schon deutlich anders. Grundsätzlich also an der Stelle schon eher korreliert, aber definitiv nicht Korrelation 1. Das kann man auch sagen. Und wir sehen zum Beispiel auch hier ganz am Ende totale Antikorrelation. Also der eine geht nach unten, also in dem Fall der australische Dollar, kanadische Dollar, während der andere hier nach oben geht. Das ist jetzt wieder die visuelle Betrachtung. Ja, und jetzt machen wir natürlich das, was wir gerade auch in einem Beispiel Excel-Sheet gemacht haben. Wir machen jetzt hier wirklich diese Korrelation. Und wer hier oben gerade schaut, ich nehme jetzt die Korrelation für die letzten 200 Tage. Also die Philosophie ist ganz ähnlich wie beim SMA. Wir gucken uns die Korrelation der letzten 200 Tage an. Deswegen entsprechend diese Bereiche, die hier markiert wird. Und ich habe dann hier willkürlich die Zahlen, die davor sind, weil da gibt es ja nicht mehr 200 Zahlen, die ich miteinander vergleichen kann, der habe ich einfach eine 1 hingeschrieben als festen Wert, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Also ich hätte es auch weglassen können, aber tut jetzt nichts zur Sache. Und wir sehen hier, wir starten mit einer Korrelation von 0,92 und so weiter und so fort. Jetzt gucken wir uns das allerdings mal an, wie das hier wirklich aussieht. Und dann haben wir hier unser echtes Korrelationsbild über die Zeit. Und jetzt sehen wir schon, dass das Ganze mal mehr und mal weniger gut korreliert. Wir haben eine Tendenz noch zur Korrelation, also in der Mehrzahl sind die Korrelationswerte oberhalb der Nulllinie, in der Mehrzahl. Aber wie auch visuell gerade erkannt, haben wir ab und zu Antikorrelation. Und wie wir schon gesagt haben, ganz am Ende ging es eher in Richtung der Antikorrelation. Wir sehen aber auch, dass hier die Bereiche auch nicht so lange anhalten. Wir sind zwar jetzt hier auf Tageschart sozusagen, also wirklich lange Zeiträume, aber es ändert sich dann. Also es bleibt zwar vielleicht mal für einen Monat ungefähr gleich, aber dann kommt auch schon mal wieder eine deutliche Änderung. Viel gemächlicher sieht das Ganze aus. Jetzt machen wir wieder britisches Pfund US-Dollar gegen den Euro US-Dollar. Und hier haben wir jetzt wieder, das hatten wir gerade schon auch bei mir im normalen Chart, also einfach den visuellen Vergleich. Da sehen wir schon, wie die eigentlich wahnsinnig nah beieinander laufen. Aber auch hier gucken wir uns jetzt mal die Korrelation wirklich an. Hier sehen wir noch viel mehr die Betonung auf. Wir sind meistens eher weit oberhalb von der X-Achse, also bei positiven Werten. Es gab mal kurze Phasen der Antikorrelation. Wenn man jetzt das Datum sich da genauer anguckt, ahnt schon, wann und wo das war, nämlich die Brexit Decision. Ich kann, einzige, was ich nicht ad hoc euch sagen kann, ist, warum hier hinten mal so im, ja, das ist so während der Finanzkrise ungefähr, da gab es dann auch mal temporär eine Antikorrelation. Also wir können jetzt die Zahlen einordnen, wir wissen, wie wir es Excel-technisch machen könnten und wir könnten jetzt übrigens auch daraus direkte Handelsstrategien aus der Korrelation herausnehmen, weil wir die Korrelation mathematisch erfassen können und dann entsprechend auch wieder regelbasierte Werke hier aufstellen können. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier gucken. Dann hätten wir auch gleich Gold und Euro US-Dollar nehmen können. Das kann sein. Die historischen Daten werde ich nochmal gefragt. Die historischen Daten sind in dem Fall, ich will es auch mal kurz zeigen, ich benutze im Wesentlichen zwei Quellen. Das eine ist die Internetseite Stock, das wird wirklich so geschrieben, wie es hier steht, nämlich mit Q, dann .com. Und da kann man so ziemlich alles runterladen, was einem nur recht ist. Und ein neues Währungspaar, wenn ich irgendwas suche, sagen wir mal einfach US-Dollar, japanischer Yen, dann schreibe ich das einfach hier hin und dann kriege ich schon Vorschläge. Und dann kann ich hier auch die Daten kostenlos übrigens runterladen. Und ihr seht, lange Zeithistorien. Hier geht es zurück bis 1971. Und kürzere Timeframes, da ist meine Lieblingsdatenquelle Douglas Coppi.
Und dann kann ich auch andere Timeframes entsprechend bekommen, also kleinere runter bis auf M1. Gut. So. Okay. Falklandkrise wird hier noch gerade in den Raum geworfen. Gut. Oh, dann war noch jemand hier ganz unzufrieden, weil er doch nicht ganz hier mit dem Excel das so beigebracht kriegen wollte. Aber mir ist immer wichtig, dass man auch die Hintergründe versteht und auch selber Sachen machen kann und nicht nur einfach blind dem Vorrednern vertraut. Also deswegen auch immer das, wie entsteht es denn nun? Gut, wir wissen also, wie Korrelation berechnet wird. Wir wissen, wie wir sie ableiten können und jetzt wollen wir sie natürlich auch anwenden. Und dazu einfach der Hinweis, wir können ein Tool nutzen. Und zwar, es gibt bei JFD ein Add-on für die Messung der Korrelation. Und wir kriegen dann gleich die Korrelationsmatrix für die Währungspaare oder Underlyings, kann ich gleich sagen, weil man kann auch genauso gut Gold und DAX und Brent, WTI und auch mit reinnehmen und auch die gegen andere korrelieren. Wir kriegen dann gleich mal so eine Korrelationsmatrix, die ist live für jedes Timeframe und wir können die Informationen dann noch leichter nutzen. Die Internetseite habe ich hier nochmal auch aufgeschrieben, wo man es downloaden kann. Und vielleicht nochmal der Hinweis, die Folien, die ich zeige, könnt ihr mal direkt hier aus dem GoToWebinar Control Panel downloaden und dann habt ihr definitiv den Link. Ansonsten vielleicht ein kurzer Screenshot oder ihr geht einfach auf die Seite von JFD. Da kann man es runterladen. Das sieht so aus, dass hier es gibt ein ganzes Paket mit Add-ons und das kann man auch gleich in einem alles hier runterladen. Und da ist neben Trade Terminals und auch viele andere smarte Sachen dabei. Das ist vielleicht mal gleich der Hinweis. Smarte Sachen wie zum Beispiel Smart Lines soll heißen, da geht es um, ich male eine Linie im Chart und dann wird die zum Stop-Loss. Das heißt, mein Stop-Loss wird sozusagen dynamisch, nicht Trailing Stop, sondern ich kann das Ganze über Linien steuern. Ich kann mein Excel mit dem MT4 verbinden. Ich kann verborgene Orders machen und. Also ihr seht, die Liste ist sehr lang, Sentiment und dann gibt es den Correlation Trader und die schließlich letztendlich irgendwann auch die Correlation Matrix. Und das ist genau das, was wir nachher hier nutzen. Die Tools sind alle kostenlos und alles, was man machen muss, ist, man macht den Download. Und wie geht es dann weiter? Das auch kurz gezeigt. Der Download, der führt automatisch einfach nur, also man lädt runter ein Excel-File und dieses Excel-File sieht, dann heißt dann einfach JFD MT4 Apps und ja, das ruft man einfach auf. Nachdem man das aufgerufen hat, fragt er auch noch, für welche MT4-Instanzen, falls man mehrere auf seinem Rechner installiert hat, das dann alles installiert werden soll. Und dann installiert er das auch, wenn man will, gleich in mehrere MT4-Instanzen, also so wie bei mir. Ich habe ja hier zum Beispiel auch sechs verschiedene. Was heißt das dann anschließend? Ihr werdet dann, wenn ihr den MT4 einfach neu startet oder auf Aktualisieren klickt, dann wählt er hier unter den Experten hier diese ganzen Add-ons, die ich gerade alle auch auf der Internetseite gezeigt habe. Die sieht man jetzt hier alle und die kann man dann entsprechend nutzen. Wie? Machen wir natürlich. Also, wie man das nutzt, geht einfach so, dass man hier anfängt, man macht sich einfach einen neuen Chart, kein Auftrag. Man öffnet einfach einen Chart und in diesen Chart werfen wir jetzt die Correlation Matrix und das schon alles. Und dann sind wir schon fertig. Es öffnet sich jetzt gleich ein neues Fenster und dann haben wir hier die Korrelationsmatrix. Und die Zahlen können wir jetzt leicht interpretieren. JFD macht das so, dass es das hier immer alles auf plus minus 100 macht. Und natürlich ist diese Korrelationsmatrix hier symmetrisch zur Winkelhalbierenden. Da kommt wieder der Physiker hinten durch.
wenn man so etwas hier gleich beschreibt. Also man braucht eigentlich nur auf eine Diagonalseite hier natürlich gucken. Und ja, wie ist das dann zu lesen? Zum Beispiel, ich bin im Moment auf M5-Basis, um die Korrelation zu bestimmen. Ich mache eine Rückschau von 200 Kerzen. Und dann sehe ich, dass britisches Pfund, US-Dollar sehr hoch korreliert sind. Oh, welche Überraschung, haben wir vorhin schon die ganze Zeit gemerkt. Und bleiben wir mal hier in der Spalte Euro-US-Dollar. Euro-US-Dollar korreliert mit Euro-japanischer Yen beim Wert von 30. Da geht es jetzt schon langsam in die unkorrelierte Richtung. Und dann gegen US-Dollar-japanischer Yen in die antikorrelierte Richtung und so weiter und so fort. Also ich habe es jetzt hier gleich in einem Blick. Und wenn ich dann, eine Sekunde nochmal. So, back again. Mal angenommen, ich habe einen Trade im australischen oder kanadischen Dollar auf und will jetzt eine zweite Trading-Chance suchen, die möglichst unkorreliert ist zu meinem australischen Dollar, kanadischen Dollar. Ihr seht, ich werde sofort fündig, nämlich beim britischen Pfund US-Dollar. Die beiden sind zueinander im Moment auf Basis 200 Kerzen M5 nahezu unkorreliert. Da wird es dann also plötzlich richtig interessant. Und das ist das, was es auch gilt, genau auszunutzen. Was man jetzt, und deswegen zeige ich hier auch so viel, genauer nochmal sich angucken muss, ist, wie kriegt man jetzt weitere Symbole hier dazu? Da gibt's, das geht nämlich nicht immer zwangsläufig sofort. Will ich das kurz zeigen, wie ihr hier in die Matrix weitere Symbole mit aufnehmt, die vielleicht für euch von Interesse sind, weil hier sollte man einfach nur das nehmen, was man auch tradet. Die kann man aufbraten, bis hier 20 Werte stehen, aber das ist nicht unbedingt sinnvoll. Man kriegt hier einfach hier über diese Punkte kann man weitere Symbole hinzufügen, die dann in die Korrelationsmatrix mit aufgenommen werden. Aber jetzt kommt's. Dafür muss das Symbol, was man hier aufnehmen möchte, auch in der Marktübersicht vorhanden sein. Also Beispiel. Angenommen, ich will jetzt den australischen Dollar, Schweizer Franken dazu mit aufnehmen. Dann seht ihr, da kommt schon noch nicht mal ein Vorschlag. Irgendwie, das geht nicht. Kein Problem. Wir nehmen erst bei den Symbolen noch australischer Dollar, Schweizer Franken in die Marktübersicht mit auf, gehen hier wieder in die Korrelationsmatrix und ihr werdet sehen, jetzt, wenn ich, kann ich das hier, jetzt kommt auch das Namen, der Namensvorschlag, den australischen Dollar, Schweizer Franken auch tatsächlich hinzufügen und dann kriege ich hier mein nächstes Element für meine Korrelationsmatrix. Ich kann auch den DAX mit reinnehmen. Ich kann auch Gold mit reinnehmen. Ich kann auch WTI Brent mit reinnehmen. Und dann wird es auch nochmal interessant für das Gesamtportfolio, was ich traden möchte. Ich will mal eben eine neue Korrelationsmatrix zeigen, wie ich sie ebenfalls zum diskretionären Traden auch tatsächlich nutze, nämlich in einer anderen Art und Weise, die ein oder andere von euch kennt das, was ich da eigentlich mache, aber hier gibt es eine andere Methode, um eigentlich dahin zu kommen. Und zwar frage ich mich, wie sieht es denn um alle Euros untereinander aus? Wenn ich sage alle Euros untereinander, dann meine ich nehme mal hier schon mal erstmal die ganzen Symbole, die ich jetzt gleich eigentlich haben will. Ich meine damit immer alle Euro australischer Dollar, Euro kanadischer Dollar, dann Euro britisches Pfund. Also ich bin jetzt nicht so interessiert in Euro, dänische Kronen und dergleichen. Japanischer Yen ist gut. Und dann natürlich noch den Euro Neuseeland-Dollar und den Euro US-Dollar. Den will ich natürlich auch haben. So. Na? Ach, der ist ja schon da. Oder? Und jetzt fehlt er mir irgendwie. Wieso fehlt er mir? Gehen wir nochmal rein und holen uns den. Eigentlich ist er da. Irgendwie übersehen. Ah, dann lassen wir den halt mal weg.
will ich mich nicht jetzt so aufhalten. So, und jetzt holen wir eben die Symbole, die ich eigentlich nachher alle haben will. Die nehme ich hier, ein paar sind ja schon da und den will ich auch noch haben. Und jetzt, ich will noch haben Euro NZD und ich will haben Euro out und ich will haben Euro cut. Und die will ich alle miteinander vergleichen. Was wir nämlich jetzt tun ist, wir können hier ebenfalls interessante Paare herausarbeiten. Wir sehen, wir haben jetzt Währungspaare, die alle mit dem Vornamen Euro beginnen. Und jetzt wird es natürlich interessant, auch mal zu sehen, ob wir Kombinationen haben, die besonders miteinander korrelieren und andere, die dagegen antikorrelieren. Also, was meine ich konkret? Wir sehen hier zum Beispiel Euro australischer Dollar, Euro kanadischer Dollar haben eine sehr hohe Korrelation. Okay, ist damit eher uninteressant. Jetzt gucken wir uns aber mal an, Euro kanadischer Dollar, Euro Schweizer Franken haben eine sehr hohe Antikorrelation. Das heißt, wenn der eine nach oben geht, beispielsweise Euro-Kanadischer Dollar, dann geht der andere Euro-Schweizer Franken nach unten, weil die ja antikorreliert sind. Und jetzt macht's Peng. Damit haben wir einen sehr interessanten Kandidaten als Trading-Kandidaten identifiziert, nämlich kanadischer Dollar gegen Schweizer Franken. Da ist dann richtig Wumms drin, weil die beiden halt antikorreliert zueinander sind. Und ihr seht, das war jetzt hier ungefähr einer der größten Zahlen. Und das sind dann, so kann man wiederum Währungspaare identifizieren, um aus den zueinander korrelierten Währungspaaren ein neues zu kreieren, was keine Kunst ist, weil Euro-Kanadischer Dollar, Euro-Schweizer Franken sind ja wohl bekannt. Wenn ich jetzt die beiden gegeneinander traden will, dann trade ich natürlich den kanadischen Dollar gegen den Schweizer Franken. Und da habe ich dann Möglichkeiten, besonders große Moves zu identifizieren, weil die beiden gegeneinander antikorreliert sind. Okay. Nochmal wird genau gefragt, eine kleine Zahl ist eine geringe Korrelation. Genau, also eine kleine absolute Zahl, um es mathematisch nur ganz korrekt zu sagen. Weil eine noch viel kleinere Zahl wäre ja zum Beispiel die minus 100. Das ist aber dann perfekte Antikorrelation. Das, was wir auch hier gerade suchen. Also das ist alles jetzt hier ein bisschen mit Blick auf eure Fragen. Und genau, dann gibt es schon mal die Möglichkeit Euro-US-Dollar gegen US-Dollar Schweizer Franken, aber das bezog sich auf die vorherige Tabelle. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es sich darauf bezog. Also ihr seht, wir haben jetzt mit dieser Korrelationsmatrix zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wie das letzte Beispiel, wir bilden hier so eine fast artifizielle Korrelationsmatrix, wo überall die ganzen Euros immer im Vornamen stehen und im Nachnamen ein entsprechend anderes Währungspaar. Und jetzt suchen wir genau die, die antikorreliert sind. Dann ist das verbleibende Quotient aus den beiden unser Trading-Kandidat, messerscharf identifiziert. Da gibt es die Chance auf möglichst viel Bewegung. Eine Variante. Andere Variante, ihr nehmt einfach hier in die Korrelationsmatrix die Werte auf, die ihr ohnehin immer gerne tradet, also sozusagen eure Favoriten, eure Lieblinge des täglichen Tradens. Und jetzt habt ihr in einem schon einen Trade auf und dann könnt ihr nachgucken, in welchem anderen eurer Lieblinge ihr jetzt vielleicht dann doch besser keinen Trade aufmachen solltet, zumindest nicht auf der gleichen Zeitebene. Zeitebene, das Ganze ändert sich hier nämlich ziemlich dramatisch. Machen wir das mal, wenn wir hier von M5 auf H1 gehen und dann immer noch bei 200 Kerzen bleiben, dann können hier schon mal
wirklich ziemlich andere Zahlen auftreten. Deswegen machen wir die Auswertung immer für die Zeitebene of Interest, also die, die wir auch wirklich anschließend traden wollen. Gut. Würde sich dann nicht auch das Risiko erhöhen, wenn man die falsche Richtung im Trade gekauft hat? Also gut, jetzt, wenn ich hier den besonderen mit der hohen Antikorrelation trade, ist ja als nächstes, also ich muss natürlich wie eben bei jedem Trade die richtige Richtung erwischen. Also wenn es hochgeht, sollte ich hoffentlich einen Long Trade eröffnen. Das beantwortet mir hier keiner, kann mir auch keiner beantworten. Es ist sozusagen kein Prognosetool im Sinne von, ja, Euro-US-Dollar geht nach Norden. Das nicht. Nee, die Auswertung gerade besagte, hier ist Bewegung. Und jetzt gilt es sich, den Chart anzugucken, um dann die Trade-Richtung festzulegen. Also die Entscheidung Long oder Short wird mir hier nicht angenommen, abgenommen. Hier sage ich nur, hier ist die meiste Bewegung möglich. Und deswegen, Trade-Richtung, sorry, wäre schön, wenn es dafür eine Glaskugel gäbe, aber das ist dann Teil der normalen Strategien, die zumindest da einen Wahrscheinlichkeitsvorteil rausarbeiten. Aber das hatten wir in vielen der vergangenen Webinare auch schon häufig mal diskutiert und auch einige Strategien schon längst ausgearbeitet, die auch richtig schön laufen. Übrigens, mal kleiner Hinweis, während meines Urlaubs gab es ja mal einen ziemlichen Crash in den Aktienmärkten, was ziemlich cool war übrigens, also jetzt aus Sicht meiner Strategien. Also dem DAX Day of Week hat das so richtig gut getan und auch der Ausbruchsstrategie DAX und S&P 500, die haben einen richtigen Performance-Schub dadurch hingelegt an mehreren Tagen, weil ja, ab und zu kommen die Ereignisse und dann haben die ohnehin schon gute Performance, hat dann auch mal einen richtigen Schub gekriegt. Also ich konnte das Ganze ziemlich entspannt selbst aus dem Urlaub beobachten. Gut, also Trade-Richtung, Long-Short, kann ich nicht hier direkt aus der Korrelation ableiten. Da gibt es sozusagen keine Methode. Dann, da wir jetzt noch ein paar Minütchen Zeit haben, kann ich ein bisschen schon zeigen, wohin die Reise an der Stelle auch bei mir dann jetzt dann anschließend weitergeht, weil ich will schon noch ein bisschen mehr machen aus der Korrelation. Ich zeige euch hier auch gleich zwei Varianten, wie das Ganze aufgeht. Wer jetzt hier mal genauer schaut, sieht wieder die sieben Charts. Na, und welche? Ja, genau wieder diese ganzen Euro-Charts. Also Euro, kanadischer Dollar, Euro, Schweizer Franken und, und. Genau das, was wir gerade in der Korrelationsmatrix hatten. Und hier ist jetzt in der Tat die Philosophie so, dass hier maximal drei Trades aufgemacht werden. Und initial fängt das Ganze so an, dass ich frage, sagt mir zwei Währungspaare, zwei Euro-Währungspaare, die maximal an unkorreliert sind. Und dann mache ich in den beiden erstmal einen Trade auf. Also nicht in dem Quotienten aus dem, von den beiden, sondern in den beiden mache ich dann schon mal Trades auf. In zwei Währungspaaren, die möglichst gegeneinander unkorreliert sind. Damit habe ich schon mal die ersten zwei Trades auf. Und dann kommt noch ein dritter dazu, da suche ich das dritte Paar, was zu den beiden ersten in Summe möglichst unkorreliert ist. Dann habe ich schon mal drei. Und dann lasse ich die Trades laufen. In der Philosophie, die wir mal slightly Martingale genannt hatten. Da, wo wir vielleicht auch mal nachkaufen. Und dann lassen wir es laufen. Und dann entstehen die Trades und auch die ganze Trade-Strategie. Das ist die eine Variante. Ausgehend also von diesen ganzen Euro-Paaren. Getradet wird jetzt hier nicht die Kombination aus den beiden, also sowas wie mein Beispiel von gerade, wo ich dann gesagt habe, hey, lass uns mal kanadischer Dollar, Schweizer Franken angucken, sondern wir bleiben einfach bei diesen sieben. Das ist die eine Variante. Die andere Variante, da sage ich einfach, okay, ich suche mir jetzt mal meine Lieblinge. Hier sind sieben Lieblinge, also die Lieblinge entstehen einfach nur daraus, dass es sieben Währungspaare sind, die eigentlich die besten Trading-Konditionen haben. Also Trading-Konditionen bezeichne ich einfach den Spread. Spread relativ zum Kurs. Das heißt, es sind die, ich nenne die jetzt mal alle irgendwie Major, weil es dafür keine saubere Definition gibt. Es sind halt diejenigen, die besonders wenig Kosten verursachen, also die kleinsten Spreads haben. Und hier machen wir das Ganze genau wie gerade. Wieder über die Korrelation. Wir eröffnen initial zwei Trades in den beiden, die unkorreliert zueinander sind. Und dann holen wir noch einen dritten dazu, der zu den ersten beiden auch noch unkorreliert ist. Und dann lassen wir es laufen.
Und die eine macht das Ganze jetzt hier ziemlich aggressiv und die andere ziemlich gemächlich. Ist mal ein Ansatz, der einfach ausnutzen will, möglichst Trades auf unkorrelierten Märkten aufzuhaben. Und das ist die ganze Philosophie. Unkorrelierte Märkte identifizieren und in denen dann traden. Und jetzt wird halt hier auch noch vollautomatisch getradet an der Stelle. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken. Es gibt noch eine längere Frage, die muss ich einfach vorlesen, damit ich sie auch beantworten kann. Unabhängig von der Excel-Formel für Korrelationsberechnung ist mir nicht klar, wie der Wert minus 1 bis plus 1 zustande kommt. Was wird wie gerechnet? Wenn der Euro-US-Dollar zum Beispiel 20 Punkte macht, macht der britische Pfund dann eher 60 und nu? Nee, also mit BIPs, also jetzt mit Bewegungen in dem Sinne, wie wir gerade über Forex-Paare nachdenken, hat das gar nichts zu tun, sondern das ist einfach nur eine Formel, die angewendet wird, um die Korrelation zu bestimmen. Die ist ein bisschen länglich, einfach Korrelation, also im Internet eintippen, Korrelation, Leerzeichen, Wiki, dann kommt ihr auch automatisch auf die Formel. Ich finde die Formel halt nicht so spannend. Mir ist wichtiger die Bedeutung, also die Bedeutung der Zahlen minus 1 bis plus 1. Plus 1, perfekte Korrelation, minus 1, perfekte Antikorrelation. Und das reicht als Aussage. Wer jetzt das in BIPs dergleichen umrechnen will, dann kann ich das auch sagen. Wenn jetzt wir eine perfekte Korrelation haben und der eine Wert, also das eine Underlying, das eine Währungspaar, zum Beispiel Euro-US-Dollar, geht um 1%, wohlgemerkt Prozent, nach oben. Dann geht das andere Währungspaar, beispielsweise britischer Pfund, US-Dollar, auch um 1% nach oben. Das kann man jetzt dann natürlich wieder im Nachhinein auch in BIPs umrechnen. Und bei einer minus 1 geht dann der andere, geht es genau in die Gegenrichtung. Und wenn dann die Korrelation Richtung 0 wird, dann ist nicht mehr vorhersagbar, wenn der eine plus 1% macht, was dann der andere macht. Der ist halt davon un korreliert. Und das ist dann die Aussage, wenn man dann bei der Null ist. Gut, also ihr seht, wo die Reise hingeht, auch was aus der Korrelation heraus den Nutzen für automatische Strategien angeht. Zunächst mal ist mir wichtig, dass ihr da die eine Aussage schon mal mitnehmt. Und die eine Aussage, die zentrale Aussage, heißt einfach, und damit bin ich auch bei meiner Zusammenfassung, dass wir unkorrelierte Märkte am besten traden sollten, wenn wir mehrere Trades gleichzeitig aufhaben. Sachen gegeneinander zu traden führt automatisch zum Hedgen. Sachen in gleicher Richtung zu traden ist eine unnötige Erhöhung des Risikos. Und die sollte man natürlich vermeiden, weil wir haben eigentlich Diversifikation im Sinn, wenn wir verschiedene Märkte gleichzeitig traden. Aber die Diversifikation brachte uns gar nichts, wenn wir halt in korrelierten Märkten gleich traden. Dafür haben wir ein Werkzeug. Wir kennen jetzt auch die Zahlen, insbesondere das Verständnis zu minus 1 bis plus 1 und wie wir dann die Aussagen ziehen können. Naja, und der eine oder andere wird sicherlich sich auch dieses Add-on-Paket runterladen, vielleicht auch nochmal die anderen Add-ons da alle ausprobieren. Also ist kein Risiko, kann man einfach mal machen, macht auch ein bisschen Spaß, damit mal rumzuspielen, auch mit den anderen Tools. Und das Gute ist, ja, man muss dafür jetzt noch nicht mal das Geld in die Hand nehmen. Ich vermute, den Hinweis mache ich nochmal, ich habe es nicht ausprobiert, dass man die Add-ons nicht bei anderen Brokern benutzen kann. Aber das ist jetzt eine Vermutung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber sonst einfach mal bei JFD, im Zweifelsfall mal ein Demokonto eröffnen, dann kann man es auch schon mal ausprobieren, wie die denn genau funktionieren. Ihr seht hier nochmal mein Hinweis, E-Mail-Adresse von mir. Wer Fragen hat, Sheets haben möchte, Excel-Sheets von heute, die Folien, da sagte vorhin schon jemand, da klappte der Download nicht. Kein Problem, schickt mir einfach eine E-Mail und ich schicke euch gerne auch die Folien als PDF zu, aber genauso natürlich auch die anderen Excel-Sheets. Oder wenn einfach ganz andere Fragen sind, gerne einfach auf mich zukommen, hier über die E-Mail-Adresse. Also neues Thema heute, Korrelation
Jetzt mal ein bisschen hoffentlich mit auch dem Verständnis, wie sie entsteht, also jetzt, wie sie berechnet wird. Und dann können wir nicht nur einfach sagen, irgendwas korreliert, sondern also wir können es messen und wir haben ein Tool, was wir dazu auch nutzen können. Soweit von mir. Beim nächsten Webinar nutzen wir übrigens was Ähnliches, obwohl wir dann plötzlich über Kerzenformationen reden. Also dann geht's um die Dojis, um die Bullish Engulfings dieser Welt. Und wir fragen mal, ist da was dran? An den vielen Aussagen in den Lehrbüchern. Das gucken wir uns mal genauer an. Soweit von mir. Euer noch einen schönen Abend. Und ja, bis hoffentlich dann auch beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschö.